einer von den beiden Gebrüdern Moppet bin ich. Und es geht darum, dass wir machen ja viele verschiedene Sachen, die immer in einem Zusammenhang mit lustig in Verbindung stehen. Aber ein Teil davon ist, dass wir Bilder produzieren. Wir produzieren Bilder, die wir ins Internet stellen und über Facebook und Twitter und so verbreiten. Und das ist natürlich durchaus, ja, da ist sehr viel politisches Zeug dabei. Ja, da machen wir verschiedene Dinge. Wir setzen quasi Humor im Netz ein und sind da irgendwie Teil der politischen Kommunikation. Das ist, Humor ist für mich eine total dankbare Form und ist ein ganz wichtiger Bestandteil von sich empören, von politische Auseinandersetzung, von politischer Kommunikation und auch, vor allem, weil es einfach selbst entspannender ist. Also ich habe es eigentlich satt, mich zu empören über Dinge, und zwar immer über die ewig gleichen. Man empört sich ja eigentlich dauernd über die gleichen Dinge und ich muss das einfach anders angehen und das taugt mir einfach sehr, so wie wir das gerade machen, weil wir einfach einen Schritt zurückgehen und darüber auch ein bisschen lächeln. Das soll die Sachen nicht irgendwie die Empörung unwichtig machen, aber ist ein wichtiger Bestandteil. Und wenn man die Leute zum Beispiel spiegelt, nicht? Also wenn man die Sprache derer verwendet, die man eigentlich kritisiert, nicht? Bilder sind ein gutes Medium auch im Netz, weil sie emotionalisieren und weil sie schnell funktionieren, wenn man sie anschauen kann, wenn man sie anklicken kann, verbreiten kann. Und ja, früher hat man Flugzettel verteilt, lustige, aber das macht keinen Sinn, weil, also es ist auch cool und so weiter, aber das Flugzettel, also ich habe einfach mit den Flugzetteln auf Facebook viel mehr Reichweite und es erreicht dann auch die Mächtigen selbst. Also wir sind da doch in Kommunikation mit politischen Parteien und politischen Aktiven, und also wir sind nicht in den Dingen, sie reagiert auf. Sie verwenden auch unser Material zum Beispiel, missbrauchen wir auch teilweise für eigene Werbung, da sind wir dann auch ein bisschen streng. Die Roten und Schwarzen verwenden es vor allem im Kampf gegeneinander, wenn es gegen sie geht, ignorieren sie es. Die Grünen und die Neos sind sogar ein bisschen selbstironisch, die teilen auch mal einen Content, der sie ein bisschen aufs Korn nimmt, und die Freiheitlichen klauen uns einfach manchmal Bilder auf Facebook, die laden die illegal dann hoch, das sagen wir dann auf Facebook und verpetzen die Freiheitlichen. Weil da spielt man immer mit. Wir machen ja verschiedene Dinge, wir schreiben und wir produzieren Humor in ganz vielen Zusammenhängen und diese Netzgeschichte ist ein Teil davon. Ja. Und da arbeiten wir einfach viel ganz klassisch mit Fotomaterial. Wir fotografieren sehr viel, wir fotografieren Dinge, die am ersten Blick banal sind, aber denen man dann einfach eine andere Bedeutung gibt und indem man einfach was dazu schreibt, was dazu faked, was kaputt macht. Nicht? Das Schöne ist ja auch, im Netz ist ja oft die feigste Form von Aktionismus. Nicht? Also ich würde mich ja nicht trauen, ein Plakat einfach kaputt zu machen. Nicht? Das ist nicht mein Stil. Ich mache lieber, fotografiere ich lieber ein Plakat und mache dann mit Photoshop das Plakat anders. Dann kann mir auch keiner was antun, nicht? Weil das ist ja nicht, also das sind nur Abbildungen und Abbildungen darf ich ruhig kaputt machen. Wir machen nichts hin, nicht? Wir machen nur alles anders. Wir remixen quasi Bilder, wir fotografieren und tun dann die Bearbeiten mit Photoshop. Ganz viel. Sind auch mittlerweile recht fit, das ist ja auch oft das, also wir machen Fakes, ganz klassische Fakes, dass man auch Dinge durchaus auch so macht, dass man schaut, dass sie verblüffend ähnlich schauen. Was weiß ich, eine Kärntner Platte mit den wichtigsten freiheitlichen Politikern oben, die dann plötzlich unter dem Label Anklage-Punk dasteht und die wirklich verblüffend echt ausschaut, oder ein Handbuch ÖVP, Obmann für Dummies und so weiter. Also wir gaukeln dann schon vor, dass es das gibt, und das ist ja auch das Schöne am Fake, dass man am ersten Blick emotionalisiert wird, hey, das könnte es wirklich geben. Soll letztendlich unterhalten, aber nicht nur unterhalten, ist auch ein bisschen fad, also es wird dann einfach auch verwendet für sich empören, für Raunzen, für Dinge, aber das habe ich ja schon alles gesagt. Wie man das macht, ja, wir arbeiten mit legal erworbenen Software Photoshop. Wir arbeiten manchmal auch mit Videos, da tun wir ganz simpel, das kann man ja alles irgendwie gratis auch kriegen. Audacity ist ein Gratis-Programm, also man kann da schon ein bisschen selbst auch reinarbeiten. Es gibt auch Grafik, also man kann, wenn man das einmal selbst probieren will, ein bisschen, ich könnte mir auch meine eigene Konkurrenz anzüchten, man kann auch mit GIMP arbeiten, das ist zum Beispiel freie Software, also man kann Bilder, Fakes arbeiten, und ich habe das auch alles nie gelernt, sondern mir alles angelernt, weil ich es machen wollte, und man kann Programme, also man kann sich da viel spielen und ich kann das nur empfehlen. Andere machen anderen Aktionismus, aber ich kann den Bilder-Aktionismus und mit Humor, weil was anderes kann ich nicht, ist ein Ding, das im Netz ganz gut funktioniert.